Meine Schulterverletzung war ein ganz dummer Zufall. Ich habe ein Wäschklüppli oben an der Leine noch gesehen, wollte das runterholen, habe nicht das Böckli geholt, um draufzusteigen, sondern habe den nächsten besten Stuhl genommen, bin mit einem Bein drauf, zack, und schon bin ich unten gewesen. Meine Schulter nach dem Sturz hat sich dumpf angefühlt. Die Einschränkung, die ich nach dieser Verletzung hatte, ist zum Beispiel, ich konnte nicht mehr gut glätten. Einfach den Arm gegen oben lupfen, das konnte ich nicht machen. Ich konnte zwar schwer tragen, aber nach vorne und nach auf die Seite ist nicht mehr gegangen. Nach dem Ganzen bin ich dann zu einem Arzt, weil einfach die Schmerzen nicht aufgehört haben. Er hat ein Röntgenbild gemacht. Da war nichts gesehen, hat mich aber zur Sicherheit zum Ultraschall geschickt. Dort ist dann festgestellt worden, dass zwei Drittel sind gerissen waren. Dann habe ich mich bei einer Physiotherapeutin angemeldet. Die hat dann zwei Monate geschafft mit meiner Schulter, zweimal in der Woche. Und habe es dann einfach irgendwann mal abgebrochen. Ich fand, das bringt nichts nach zwei Monaten. Und im Januar habe ich dann eine Physiotherapeutin gefunden, die einfach eine Offenbarung war. Die hat mich ganz anders angeschaut. Ich konnte stehen, sie hat meine Arme hochgelassen. Also das konnte ich gar nicht mit dem Arm nach vorne. Und solche Bewegungen. Danach hat sie gesagt, legen Sie mal ab. Sie hat das abgetastet, sie hat mir da gedrückt und im Rücken und so. Und hat ganz vorsichtig mit meinem Arm angefangen. Und das hat so gut getan. Nach zwei Monaten konnte ich in mein geliebtes Yoga wieder gehen. Und dann habe ich plötzlich während dem gemerkt, da macht es wie ein Blitz. Und überall. Nach der Stunde war mein Arm von da bis da dunkelblau. Es ist so ein Bullen rausgekommen. Und dann hat sie gesagt, ja, das vergeht wieder. Und das vergeht. Und seitdem habe ich keine Schmerzen mehr. Um meine Schulter beweglich zu halten, mache ich zwei spezielle kleine Übungen. Das ist Schulterdrehen von vorne nach hinten oder von hinten nach vorne. Oder ich tue die Schulter runter, den Brustkorb ein bisschen aufstellen, den Kopf gerade, öffnen und schnaufen, öffnen und schnaufen. Heute geht es mir wunderbar, viel besser. Ich kann mich wieder bewegen, ich kann wieder alles machen. Und ich bin also auf gutem Weg. Sehr zuversichtlich.